Ich bin Sportredakteur Daniel Ruppert und heute bin ich wieder Rupp in Gefahr. Diesmal bin ich in Nürnberg bei der Europameisterschaft Dritten im Jiu-Jitsu. Sie ist 14, heißt Win Santa und mal sehen, was heute passiert. Könnte schmerzhaft werden. Karate, Judo, Taekwondo, es gibt wirklich viele Kampfsportarten. Was macht Jiu-Jitsu aus? Genau, also Jiu-Jitsu ist halt eine Mischung aus, hat Elemente von Karate, Taekwondo und auch noch Brazilian Jiu-Jitsu. Genau, und es ist so eine Mischung und das wird auch bei der Polizei als Selbstverteidigung oder auch als Wettkampfsport gemacht. Hast du irgendwie einen Lieblingstrick oder eine Lieblingsübung beim Jiu-Jitsu? Ja, also mein Lieblingswurf ist die Insichel. Dabei greife ich hier und ziehe dir dann das Bein weg und du fällst quasi auf den Rücken. Bei uns im Verein, das ist eine lustige Geschichte, nennen wir es mittlerweile Insel, weil ein Trainer mal bei der Aussprache genuschelt hat und dann haben wir Insel verstanden. Seitdem ist das bei uns die Insel. Und im Wettkampf rufen wir dann auch so Insel rein, so als Codename, damit keiner weiß, was wir meinen. Zu fester Griff, kann ich nichts machen. Okay, also ich finde, du hast das eigentlich gut gemacht, die Würfe und die Rollen hast du gut gemacht. Aber beim Kämpfen, beim Schlagen und Treten müssen wir noch ein bisschen üben. Und in ein paar Jahren bist du dann auch dritter Platz auf der Europameisterschaft. Das heißt, du würdest mich nehmen als Schüler in deiner Kampfsportschule? Ja, klar. Ich bin fertig jetzt mit Jiu-Jitsu. War doch ziemlich anstrengend, ich habe einige Tritte abbekommen. Kurz vor Schluss wurde mir gesagt, dass ich die Bauchmuskeln anspannen soll. Vielen Dank für den Hinweis. Zum Glück haben wir ansonsten alles in der richtigen Reihenfolge gemacht. Also das Falltraining stand zum Glück am Anfang, auch das Aufwärmen. Somit konnte ich Schlimmeres verhindern und bin einigermaßen heil rausgekommen aus der Geschichte. Aber es war wirklich nicht ohne.